Das ist die erste Visite beim Professor. Wenn du da so hingehst, ist es auch die letzte. Darf ich Sie zum Essen einladen? Machen Sie mir die Freude? Ja, ich mache Ihnen die Freude. Raus hier, Sie Stümper! Für Sie ist der Dienst hiermit beendet. Sie trauen sich ja was, Herr von Sternig. Die erste Visite mit dem Professor und das gleich mit einer Fahne. Ich weiß, aber ich... Ist die noch von gestern oder schon von heute Morgen? Ach, von heute Nacht. Na, Sie haben vielleicht Nerven. Ja, ich weiß, ich habe totalen Mist gemacht. Also dem Professor kommen Sie jetzt besser nicht unter die Augen. Der erhört Sie nämlich mit dem Stethoskop. Schnell, kommen Sie. Ich nehme an, er ist auf der Toilette. Es geht ihm nicht besonders. Er hat Magenprobleme und Durchfall. Warum ist er denn überhaupt gekommen? Unsere Patienten sind doch keine Versuchskaninchen. Ich nehme an, er wollte die Visite nicht ausfallen lassen. Auf diese Art von Ehrgeiz kann ich leicht verzichten. Ich glaube, er sieht auch ein, dass es ein Fehler war, dass er überhaupt gekommen ist. Das war kein Fehler. Das war unverantwortlich. Bekommt er denn noch eine Chance? Julia, hast du was? Ich habe mich gerade mit Arno gestritten. Worüber denn? Ich wollte ihm nur sagen, dass es mir leid tut wegen der Firma und dann ist er völlig ausgerastet. Wie ausgerastet? Meinte, ich könnte mir mein Mitleid sparen, denn da, wo ich herkomme, wüsste man ja sowieso nicht, was Geldprobleme sind und lauter so ein Mist. Das kann ich mir gut vorstellen. Im Moment ist er auch immer gleich auf 180, wenn im Büro was schief läuft. Ich hatte echt so gehofft, dass wir miteinander klarkommen. Oh, du nimmst nicht so tragisch. Er ist halt so. Aber ihr versteht euch doch schon viel besser als am Anfang, Ja, das habe ich bis vor ein paar Minuten auch noch gedacht. Sind Sie sicher, dass er bis zum Abend außer Haus ist? Sehr schön. Ich danke Ihnen, Cecilia. Und Sie halten mich weiter auf dem Laufenden. Wiederhören. Na endlich. Wie lange willst du mich noch warten lassen? Ach, nun komm, ich bin gerade mal 5 Minuten zu spät. Das sind genau 5 Minuten zu viel. Was ist das? Ein Liebesbrief? Ja, das Gegenteil. Das ist allerdings ein Hammer. Jetzt geht euer Ehekrieg also in die heiße Phase, was? Und Christoph lässt sich das Ganze was kosten. Echternach ist einer der renommiertesten Scheidungsanwälte von ganz Düsseldorf. Tja, jetzt wird's ernst, Clarissa. Ja, leider. Es gibt kein Zurück mehr. Du hast doch wohl nicht im Traum daran gedacht, dass du und Christoph nochmal zusammenkommt. Ich habe jetzt keine Zeit zum Träumen. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. Sieht ganz so aus. Ich kann doch mit dir rechnen, Henning. Ja, so eine Scheidung ist eine komplizierte Sache. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Wieso meine Hilfe? Ich habe von Scheidung keine Ahnung. Na, ich auch nicht. Ich brauche die Liste von den besten Scheidungsanwälten in Düsseldorf, und zwar sofort. Ich mache uns beiden erstmal einen Kaffee. Dann sehen wir weiter. Na, also, wir müssen ja ganz schön was gekippt haben, Herr von Sternig. Ich habe nicht mitgezählt. Soll ich Ihnen ein Taxi holen? Nein, danke. Meine Mutter holt mich gleich ab. Ich habe sie angerufen und ihr alles erzählt. Alles? Nein, nicht alles. Nur, dass ich die Visite abbrechen musste.
Wegen einer Magenverstimmung. Na Gott sei Dank, Sie leben ja noch. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ist wieder alles in Ordnung. Ich warte nur auf meine Mutter, sie holt mich gleich ab. Sie wollten wohl den Helden spielen, was? Tut mir leid, ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Naja, lassen Sie mal sehen. Strecken Sie mal die Zunge raus und sagen Sie A. Nicht nötig, Herr Professor, ich habe das schon alles im Griff. Sie werden sowieso zur Visite erwartet, man hat schon nach Ihnen gefragt. Ich komme auch gleich nach. Danke, Herr Professor, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich sollte mich ja wohl auch eher um Patienten kümmern und nicht um Ärzte. Wo muss ich als nächstes hin? Zimmer 211. Mal sehen, ob ich wieder alles alleine machen muss. Kriege ich denn noch mal einen Termin für eine Visite? Nur wenn Sie am Tag vorher ausschließlich von Wasser und Brot leben. Mein Gott, haben Sie einen Dusel. Wenn die Nase vom Professor so gut wäre wie meine. Dann könnte ich jetzt meine Papiere holen. Ja. Hier, nehmen Sie eine von denen, dann geht's bald wieder aufwärts. Ja, ich muss weiter. Bis zur nächsten Visite, Herr von Sternek. Und vielen Dank nochmal. Ach, ich mach nur meinen Job. Gero, was machst du denn für Sachen? Ich hab doch schon am Telefon gesagt, es ist nicht so schlimm. Ausgerechnet heute spielt dein Magen verrückt. Kannst du die Visite wenigstens nachholen? Ja, ich hab mit dem Professor gesprochen. Es ist alles okay. Also gut, komm. Wir fahren nach Hause. Du legst dich hin und ruhst dich aus, ja? Komm. Ah, Julia. Ist euer Fotolabor abgebrannt? Nee. Oh Gott, mitten am Nachmittag und ich bin schon fix und fertig. Ich dachte, wir hier hätten Probleme. Wieso? Was ist schon wieder passiert? Noch nichts weiter. Nur, dass wir heute die Mitteilung bekommen haben, dass Christoph die Scheidung eingereicht hat. Das war zu erwarten. Und er plant einen Kurzurlaub mit Karin Michels. Das war leider auch zu erwarten. Hoffentlich fahren sie ins Bermuda-Dreieck. Wenigstens nimmst du es mit Humor, im Gegensatz zum letzten Mal. Oh, das letzte Mal hatte ich auch noch keine eigenen Probleme. Dein Job? Ahnung, wir haben uns übel gestritten. Tja, heutzutage ist eben kein Verlassen auf die Väter, wa? Aber du hast ja noch eine Mutter. Oh ja, auf die ist ja immer verlassen. Und du könntest ihr zur Abwechslung mal eine Chance geben. Hallo, Julia. Du hast dein Versprechen also gehalten? Welches Versprechen? Na, du wolltest doch in Zukunft öfters vorbeikommen. Ich bin nur kurz da, so. Wie geht's dir denn, mein Schatz? Frag mich besser was anderes. Was ist denn los? Weiß nicht. Soll ich dir was zu essen machen? Einen kleinen Salat vielleicht? Nein, danke. Ich muss auch gleich wieder los. Ja, und wie wär's mit heute Abend? Willst du nicht vorbeikommen? Wir essen alle zusammen? Ich weiß nicht. Oh, na komm schon. Auf einen kleinen Salat. Das ist bestimmt ganz lustig. Vielleicht komme ich ja trotzdem. Hallo. Was, schon Feierabend? Ja, bei dir doch offensichtlich auch, oder? Was machst du hier? Sei doch nicht so brummig. Ist was passiert? Leider nichts, das ist es ja. Sieht so schlecht aus um die Firma. Ach bitte, jetzt fang du nicht auch noch an. Ah ja, ich verstehe. Bist immer noch sauer auf Julia. Was heißt denn hier sauer? Sie spielt sich so auf und tut so... Sie hat sich nicht aufgespielt. Sie hat es ehrlich gemeint und du hast sie angeblöckt. Ehrlich gemeint? Was versteht denn dieses verwöhnte Gör von den Problemen einfacher Leute? So einfach bist du leider nicht. Ja, mach dich nur lustig über mich. Als ob du nie Schwierigkeiten mit ihrem überspannten Getue gehabt hättest. Natürlich hatte ich die, aber inzwischen kenne ich sie besser. Außerdem war ich damals eifersüchtig, als sie hier eingezogen ist. Du? Eifersüchtig? Weil sie deine Tochter ist. Du bist doch auch meine Tochter. Ja, aber du hast sie so lange nicht gesehen und da habe ich Angst gehabt. Angst? Angst hast du gehabt? Naja, unkompliziert bist du ja auch nicht gerade. Aber ich hab dich trotzdem gern. Sehr. Ich hab dich auch gern. Und wie wär's denn, wenn ich dir helfe, deine Probleme zu lösen? Wie wär's denn, wenn ich dir helfe, deine zu lösen? Da haben wir uns ja was vorgenommen. Hast du auf der Party was Falsches gegessen?
Gegessen eigentlich nicht. Ach, Barbara, bitte, ich habe kein Fieber. Barbara, jetzt lass ihn doch. Du tust ja gerade so, als wäre er todkrank. Du siehst doch, dass es ihm nicht gut geht. An seiner Stelle wird es mir auch nicht gut gehen. Kathi, bitte. Sag mal, kannst du nicht mit Jackie irgendwas unternehmen? Er braucht jetzt seine Ruhe. Wenn du dauernd um ihn herumschwirrst, hat er auch keine Ruhe. Ich schwirre nicht um ihn rum, ich kümmere mich um ihn. Hättest du ihn vorher sehen sollen im Krankenhaus, wie ein Häufchen Elend hat er. Mir ist es damals im Internat auch oft nicht gut gegangen. Du hast mich auch nie abgeholt. Es macht dich nicht lächerlich, Kathi. Wer macht sich denn hier lächerlich? Hiro, soll ich noch einen Kamillentee kochen? Ein Kuba-Libre wäre vielleicht besser. Man soll immer mit dem Zeug weitermachen, mit dem man aufgehört hat. Was redst du denn für Unsinn? Ja, frag Gero doch mal, was auf der Party getrunken hat. Bestimmt keinen Kamillentee. Kathi, jetzt schleich dich. Ich will meine Ruhe haben. Und frag ihn auch, wie viel er getrunken hat. Kein Wunder, dass er jetzt einen Kopf hat. Ist das wahr, Gero? Warst du betrunken? Überhaupt nicht. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Von eurem Geschwätz wird mir nur noch schlechter. Danke. Vor 8 Uhr abends erwarte ich den Graf auf keinen Fall zurück. Sehr schön. Und, wie fühlen Sie sich auf Friedenau? Danke, sehr gut. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Als Haushälterin oder als Spionin? Eigentlich als beides. Und wie kommen Sie mit der neuen Hausherrin zurecht? Sie meinen Frau Michels? Ja, natürlich, wen sonst? Naja, allzu oft war sie ja noch nicht hier. Oft genug. Ich nehme an, mein Mann zeigt sich ihr gegenüber recht großzügig. Ich verstehe nicht ganz. Mein Mann verschenkt bestimmt gerne das eine oder andere, nur um Frau Michels glücklich zu machen. Davon habe ich noch nichts bemerkt. Sollten Sie aber. Das gehört zu Ihrem Job. Ich kann nicht überall sein. In Zukunft werden Sie überall sein. Sie werden gut dafür bezahlt. Komm, wir sehen mal nach, was noch übrig geblieben ist. Wollen wir wirklich das ganze Schloss durchforsten? Ja, natürlich. Christoph soll den Schock seines Lebens bekommen, wenn er erfährt, dass ich eine genaue Inventarliste von Friedenau habe. Sieh dir das Bild an. Das ist gut seine 100.000 wert, nachdem ich es restaurieren ließ. Warte mal, wo ich es gefunden habe. Na? Auf dem Speicher zwischen irgendwelchem alten Krempel. Unglaublich. Ja. So geht Christoph mit alten Erbstücken um. Mir würde das Herz bluten. Wenn ich eines hätte. Komm, wir fangen im Westflügel an. Die Bibliothek und den Salon machen wir als Bestes. Sag mal, Clarissa. Ja, was ist? Wenn Christoph diese Sachen so wenig bedeuten, dann macht es ihm doch sicherlich nichts aus, wenn das eine oder andere Stück fehlt, oder? Wie wäre es zum Beispiel damit? Oh. Miniaturen sind ja so praktisch. Genau, Angriff und schon sind sie verschwunden. Oh. Langsam fängt mir die Sache an, Spaß zu machen. Und mir erst. Also ich bin dir richtig dankbar, dass du mich mitgenommen hast. Aha, die Schnapsnase ist aus dem Koma erwacht. Schlückchen Champagner zum Aufwärmen. Ach, geh mir bloß aus dem Weg. Schlecht drauf heute, oder was? Aber keine Angst, ich geh schon. Gleich kommt Mami, die macht dich wieder gesund. Na, hast du deinen Rausch ausgeschlafen? Ich hab keinen Rausch gehabt, ich schwör's. Warum behauptet denn Kathi sowas? Du kennst sie doch, sie übertreibt immer maßlos. Jetzt sag endlich die Wahrheit, warst du betrunken oder warst du es nicht? Na ja, okay. Ich war auf dieser Party. Und natürlich habe ich das ein oder andere Gläschen getrunken. Wie viele Gläschen? Okay, okay, ich hab vielleicht ein bisschen viel getrunken. Dann war deine Magenverstimmung also eine feige Ausrede. Beruhig dich. Es ist ja nichts passiert. Ich kann die Visite ja nachholen. Es geht nicht um die Visite. Es geht um deine Einstellung. Ach, meine Einstellung. Das war ein kleiner Ausrutscher. Sowas kann passieren. Komischerweise passieren in der letzten Zeit aber immer mehr kleine Ausrutscher. Was soll denn das jetzt heißen? Du verstehst mich sehr genau. Früher konnte ich mich auf dich verlassen. Du hättest nie versucht, mich anzulügen. Du hast dich völlig verändert, seit du... Seit ich was? Seit du offen zugibst, dass du schwul bist, ist dir alles egal. Sogar ich bin dir egal. Also komm, Barbara, das ist jetzt ja wohl ein bisschen billig, findest du nicht? Seidenteppiche, Wand. Dann haben wir noch eine Biedermeier-Uhr, ein Meißner-Schreibset, 3 Ming-Vasen. Hast du das Louis XV-Sofa im Roten Salon?
Das dürfen wir auf gar keinen Fall auf unserer Inventarliste vergessen. Habe ich. Weiter im Text. Was fällt Ihnen denn ein, hier einfach so reinzuplatzen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin... Ach so, Sie sind die neue Freundin von Jan. Nein, das bin ich nicht. Mein Name ist Karin Michels. Und ich bin Frau von Anstetten. Was verschafft mir die Ehre? Ich bin auf Einladung von Christoph hier, Frau von Anstetten. Ach, von Christoph, ja. Sehr, sehr reizend. Leider haben Sie den falschen Zeitpunkt gewählt. Christoph wird erst sehr spät zurück sein. Werden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, wir sind gerade in einem Gespräch vertieft. Das ist kein Problem. Ich werde in der Bibliothek warten. Falls Ihnen die Zeit zu lang wird, bin ich gerne bereit, Christoph auszurichten, dass Sie hier waren. Das soll jetzt die Sensation sein. Wenn sie wenigstens gut aussehen würde. Gut, weiter. Zwei Hocker Barock. Ein chinesisches Porzellan. Perser. Könntest du mir mal helfen? Ich krieg das Ding nicht auf. Suchst du was Bestimmtes? Ja, natürlich. Ach, das ist Tafelsilber. Können Sie mir sagen, warum das Buffet verschlossen ist? Eine Anordnung des Herrn Grafen. Der Schlüssel liegt zusammen mit dem Familienschmuck im Safe. Der hat eine neue Zahlenkombination. Richtig. Der Herr Graf hat sie vor 2 Tagen geändert. Ist doch nicht so dumm, wie ich dachte. Das kam eben per Kurier. Du scheinst jemand sehr eilig zu haben. Von Thomas Lorenz. Er lädt mich zum Essen ein, in ein thailändisches Restaurant. Und? Was und? Ja. Gehst du hin? Natürlich. Ich wollte schon immer mal thailändisch essen gehen. Spricht was dagegen? Außer, dass er auch verheiratet ist, ja. Wir gehen zusammen essen, das ist alles. Sieht aber nicht so aus, als ging es dir nur ums Essen. Mama, das Thema hatten wir heute Mittag schon mal. Ja, ja. Du musst ja wissen, was du tust. Du wolltest doch zum Essen bleiben. Was ist denn los mit dir? Nichts. Ich habe nur keinen Appetit. Ja, deswegen kannst du doch bleiben. Julia fände es auch sehr schön. Ich muss aber noch mal weg. Henning, deine Mutter lädt dich zum Essen ein. Kannst du deine kleine Mädchengeschichte nicht mal für einen Moment vergessen? Also ich fahre jetzt los. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Lächerlich, wie er sich von dieser Jackie fertig machen lässt. Hat er sich ja selber eingebrockt. Vielleicht lernt er was draus. Das wäre ja zum ersten Mal, wenn er was dazu lernen würde. Na, ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Zeit für mich. Allzu lange auch nicht. Ich muss ja noch nach Köln. Für ein Aperitif wird er noch Zeit sein? Ja. Na. Und wie war dein Tag? Ich habe mir heute mit Charlie Antiquitäten angesehen. Hast du auch was gekauft? Wir haben lediglich den Markt studiert. Interessiert dich das überhaupt? Machst du dir immer noch Sorgen wegen Christoph? Mittlerweile auch um Arno. Er hat Probleme in seinem Geschäft und meint, er muss deswegen alle möglichen Leute fertig machen. Mich vorhin richtig angegriffen. Hat er denn Probleme mit Iris? Nee, mit der Firma. Irgendwie kommen zu wenig Aufträge rein und die Banken machen Schwierigkeiten wegen Krediten und... Ja, da kannst du doch nichts dafür. Natürlich nicht. Ich kann nie was dafür und trotzdem hacken Maler auf mir rum. Oh, nicht alle. Guten Appetit. Danke. Giro, ich glaube, du hast mich vorhin falsch verstanden. Ich wollte sagen, dass ich Angst um dich habe. Glaube ich nicht. Für dich ist Schwulsein eine Fehlentwicklung. Das hast du deutlich genug gesagt. Das habe ich doch nicht so gemeint. Ach, wie hast du es denn dann gemeint? Ich wollte dir sagen, dein Leben hat sich plötzlich verändert. Früher bist du gern arbeiten gegangen. Du hast dich hier zu Hause wohlgefühlt. Ich fühle mich hier immer noch wohl. Und warum hängst du dann Tag und Nacht in dieser Kneipe rum? Aber ich verstehe dich nicht. Worauf willst du hinaus? Ich habe das Gefühl, du weißt gar nicht mehr, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Wann gibt's denn endlich Abendessen? Ich habe einen riesen Hunger.
Dauert noch ein bisschen, aber ich kann dir ein Brot machen, wenn du willst. Ich habe aber keinen Bock auf Brot. Ich will was Richtiges. Nur mal langsam. Vielleicht sollten wir noch warten, bis Jackie zurück ist. Jackie kann mich mal. Kathi, was ist denn das für ein Ton? Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Kathi, was hast du denn plötzlich gegen Jackie? Du kannst ja mal Henning fragen. Wie bitte? Wenn sie so weitermacht, kratzt sie hier noch die Augen aus. Ich möchte nur wissen, wie es hier weitergehen soll, wenn ich in Urlaub bin. Das möchte ich lieber nicht wissen. Ich hoffe, dass du dich um alles kümmerst, wenn ich weg bin. Ich? Ja. Du hast mir gerade noch vorgeworfen, wie verantwortungslos ich bin. Was? Der soll hier das Oberkommando übernehmen? Niemals. Lieber wandere ich aus. Ach, Kathi, du redest doch nur noch Mist. Und du baust nur noch Mist. Kein Wunder, dass ich so urlaubsreif bin. Was liebt der Spanier am meisten? Seine kleine Siesta. Ich geh. Arno Brandner? Hallo Arno. Du? Was willst du? Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut für dich. Wovon redest du? Ach, es ist mir peinlich, aber ich habe erfahren, dass es deiner Firma schlecht geht und... Ja, ich dachte mir, vielleicht kann ich dir helfen. Woher willst du das wissen? Das tut jetzt nichts zur Sache. Ich wollte dir nur sagen, die Tatsache, dass du Probleme hast, ist noch lange kein Grund, dass du deine Wut an Julia auslässt. Moment. Was hat Julia dir erzählt? Arno, ich warne dich. Wenn du versuchst, Julia fertig zu machen, werde ich dich fertig machen. Ich werde alles tun, um meine Tochter zu beschützen. Also überleg dir, was du machst. Irgendwie läuft zurzeit wirklich ziemlich viel schief bei mir. Ach, Gera. Ich finde, bei uns in der Kneipe, da gibst du immer eine super Figur ab, wirklich. Partymanager, Seelentröster, Lebensretter. Also, das ist doch nicht schlecht. Wenn es nach mir ginge, hättest du längst einen Orden verdient. Der wird mir auch nicht helfen. Ich glaube, ich werde mich mal eine Zeit lang richtig ins Studium hängen. Ja, aber auf dem Glas O-Saft kommst du doch ab und zu noch mal vorbei, oder? Auf den O-Saft immer. Mhm. Ich habe mit dir zu reden, Julia. Oh, hat das nicht Zeit bis morgen? Ich wollte... Nein, es gibt jetzt was zu klären. Was fällt dir eigentlich ein, Clarissa von meinen Finanzproblemen zu erzählen? Das habe ich doch überhaupt nicht. Ich habe ihr nur gesagt... Was hast du ihr nur gesagt? Sie weiß über alles Bescheid. Und ich habe gedacht, ich könnte dir vertrauen. Als ob ich nicht wüsste, was ich von einer Anstetten zu erwarten habe. Das ist ja wohl gemeint. Jetzt hör sie doch erst mal an und werd dann nicht gleich los. Nein! Ich höre sie nicht mehr an. Mir reicht es langsam! Ja, mir reicht es auch. Arno, das ist ungerecht. Kannst du nicht normal mit ihr reden? Ach, was erwartest du von mir? Soll ich mich auch noch bei ihr bedanken für den Ärger, den sie mir ständig macht? Arno, ich bitte... Seit sie hier eingezogen ist, habe ich nichts als Ärger. Seit sie hier ist, habe ich Clarissa am Hals. Arno, nochmal. Idiot. Ich Idiot. Warum habe ich sie überhaupt einziehen lassen? Wäre sie doch wie am verdammten Schloss geblieben.